Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Okay, also, Stan wird bestimmt die Lösung sein für Elaines Problem. Ich habe gehört, dass sie gegen Skorbut helfen können. Da hast du richtig gehört. Jo. Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Perfekt. Wie ich schon sagte, habe ich Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Ja, das kriegen wir schon hin. Erstmal brauche ich es für den Zoll. Aber hier sind noch ein paar andere Location. Da müssen wir irgendwas machen. Leuchtung. Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Warum? Hast du das schon abgelegt, oder was? Das ist der Ort, an dem das ganze Treibholz, während der Treibholz... Elaine und ich schwimmen dort manchmal. Okay, also diese Orte können wir nicht besuchen. Elaine und ich haben darüber diskutiert, ob er wie ein Papagei oder wie ein Kakadu aussieht. Alles klar, also... Ach, doch. Alles klar, den können wir noch benutzen, den Ort. Also da müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen. Was ist irgendwas machen? Ich gehe davon aus... Wir müssen diese Haine sind endlos. Ja. Das ist ein Foto. Und... Der Vogel hat ein zerrissenes Bild in seinem Nest. Ich glaube, ist das ein Bild von mir? Ah, auf keinen Fall. Ich will meine Hand nicht verlieren. Auf jeden Fall ist das eine Möwe. Und Möwe essen Fisch. Möwen essen Fisch, ja. So, dann... Ach, übrigens, ich weiß jetzt... wo der auch der andere Schlüssel ist. Bermuda. Da ist Stan. Denn sie hat ja auch gesagt, Elaine, ne, dass das hier ein Eisinsel ist oder sowas. Also es ist eisig, kalt. Sollten wir vielleicht mal den mal kurz besuchen? Ja, lass uns erstmal den. Und... Der oder sie mit der Schlüsselklone ist auf dem Eisinsel. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ahoi! 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 Ja. Erlaubnis an Bord zu kommen. Das können wir dir leider nicht erlauben. Erlaubnis an Bord zu kommen, Sir. Das ist keine Frage des Protokolls. Obwohl wir ein gutes Protokoll zu schätzen wissen. Lässt du mich jetzt ausreden, oder was? Das tust du offensichtlich gern. Auf diesem Schiff gab es einen tödlichen Ausbruch von Skorbut. Wir stehen unter strenger Quarantäne, damit wir andere nicht mit diesem tödlichen Erreger anstecken. Oh nee, komm, mach jetzt nicht einen auf Corona. Aber die Schilder sind cool, ne? Links, rechts, oben, unten verboten. Ausrufezeichen, halt, stopp! Einbahnstraße. Na gut, okay. Ich glaube nicht, dass... Steckt das... Schaut euch dieses Flugblatt über Limetten an. Ascorbinsäuremangel, Kollagensynthese, Schleimhäute. Hey, das ist ein Haufen wissenschaftlicher Blödsinn. So etwas brauchen wir hier nicht. Das ist alles nur ein Trick, um unsere Beute zurückzuverfolgen. Als ob du irgendeine Beute hättest. Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Der Hundesitter der Frau des besten Freundes meines Onkels sagt, dass es so ist. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Versuch nicht, uns mit deiner wissenschaftlichen Quacksalberei hereinzulegen. Wenn Skorbut nicht ansteckend wäre, würde nur eine Person daran erkranken. Ist doch klar. Natürlich ist das klar. Ich glaube wirklich nicht, dass wir unterwegs sind. Woher habt ihr die coole Flagge mit den vielen Löchern? Die kommt mir bekannt vor. Wir haben sie im Meer treibend gefunden. Es ist eine von Bella Fischers Flaggen. Sie hat sie wahrscheinlich verloren, als ihr Schiff unterging. Wir haben Angst, sie runterzunehmen und die Skorbutgötter zu beleidigen. So etwas wie Skorbutgötter gibt es nicht. Warum gibt es dann Skorbut? Beantworte mir das. Kann ich eure Flagge haben? Hast du mich nicht gehört? Skorbut an Bord!
Quarantäne! Ihr könntet sie mir einfach runterwerfen. Riskiere es besser nicht. Sie ist wahrscheinlich voller Skorbut, glaub mir. Versucht es mal mit Limetten. Sie helfen gegen Skorbut. Wo hast du das denn gehört? Ist das noch mehr von deinem wissenschaftlichen Hokuspokus? Du musst gehen, bevor du Skorbut bekommst. Okay. Also, hier können wir anscheinend wohl nicht viel mit machen. Schaut euch den Blutblatt an. Limetten helfen, Flagge. Ich glaube wirklich nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Der Hund des Gärtners meines besten Freundes sagt, dass es so ist. Verkauf deine Wissenschaft an jemanden, der leichtgläubiger ist. Ja. Und tschüss. Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Skorbut beißt. Ich wusste, dass es schlimm ist. Ich spüre eine allgemein negative Einstellung gegenüber Besuchern. Du hast die Kombinationsgabe einer Warzenmelone. Hey, Murray. Hast du schon mal Skorbut probiert? Das würde dir stehen. Wie nett von dir. Los. Dann wollen wir mal. Ich schätze mal, gleich kommt die Polizei. Halt, Chef. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Hier, ich habe Limetten. Sehen Sie? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Ihr wollt mich verarschen. Der Pirat. Weiß ich, in den letzten 6 Monaten. Es ist ganz einfach. Wir sind alles und nichts. So. Ich schätze mal, das ist eh irrelevant. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Nun, wir haben gleich zu Beginn ein Problem. Wir erlauben keine Piraten auf Bermuda. Ich muss Sie bitten, diese Gewässer sofort zu verlassen. Hilft es, wenn ich ein mächtiger Pirat bin? Nein. Oh Mann, sag bloß, ich muss jetzt mir das genau alles durchlesen. Schon wieder zurück? Ja. Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. In den letzten Monaten in Clark Island. Die Frage war, ist eine Geschäftsreise oder ein Unfall? Boah, haben Sie eine Frage zu beantwortet? Zeigen Sie die Metten bei sich. Jetzt, oder waren Sie jemand Mitglied der Piraterei? Nein, um Gottes Willen, nichts mit Piraten zu tun. Sechs, und was ist vier? Ja. Ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Was ist 27 und 28? Ich habe eine Zahl von Flaggen angekreuzt. Eine gerade Anzahl von Flaggen. Die Frage 2, 3, 5, 7 und 11 sind Primzahlen. Boah, was sind das denn für Fragen? Haben Sie mit weniger als 3 Bananen bei sich? Ja, ich glaube, das reicht, oder? Tragen Sie keine Limetten bei sich? Da haben sie jemals unbezahlten Karten. Ich denke, also bin ich. Das hört sich auch gut an. Ich kann bestätigen, dass die Frage L falsch beantwortet habe. Ich will keine Quizkarten mehr. Ich habe Zahlen angekreuzt. Können Sie das hier an? Kreuzen Sie das hier nicht an? Kreuzen Sie das an?
wenn sie Frage 25 nicht angekreuzt haben. 25? Ich will keine. Nein. Nein, wenn sie Frage 25 gern. 25? Okay. Bitte jetzt komm. Also gut. Ja! Wollen wir mal sehen. Hm. Gute Antwort. Interessant, dass Sie das angekreuzt haben. Mhm. Schöne Handschrift. Danke. Okay, das sieht gut aus. Ja. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von Bermuda weiterfahren. Dankeschön. Und jetzt geht's. Stanton befreien wahrscheinlich. Oder er soll auf uns mal helfen. Aber den Schlüssel müssen wir hier auch. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Schlüssel. Einen Schlüssel. Einer von den fünf. Riecht furchtbar. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Nimm. Geht nicht. Ich halte mich weit davon entfernt. Es ist erstaunlich, dass sie bei diesem Wetter leuchten. Ah, da ist sie. Siehst du? Da. Da hat sie Schlüssel auf der Krone oder was das auch immer ist. Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Es ist abgeschlossen. Ja, vielleicht komme ich später wieder. Natürlich. Sollte hier nicht irgendwo ein Gefängnis sein? Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Gerichtsgebäude hört sich schon gut an. Zum Inselzentrum. Ah, sehr gut. Hier gibt es noch mehrere Locations anscheinend. Ja, du siehst aus wie der Polizist, oder nicht? Gemütlich. Das ist jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Mhm. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. So, Ruhe, wir sind hier alleine. Das ist jetzt Vier-Augen-Gespräch. Ich bitte, nötige Entschuldigung, ihr seid ihr eingewählt. Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Wie plädieren Sie? Hier muss ein Fehler vorliegen. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Aha. Oder wir müssen uns verhaften lassen? Um an Stand ranzukommen. Hat euch eine falsche Nummer. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Ja. Ich glaube auch, dass es kein richtiges Geheimnis gibt. Es ist einfach nur ein Name des Spiels. Monkey Island, Secret of Monkey Island. Okay. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Okay. Das ist alles, euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Lasst uns erstmal die Insel erforschen und dann später den Richter verärgern. Ich glaube... Da. Oh. Schloss. Zentrum. Oh, ein Schiff. Nette Aussicht. Mhm. Wie, das war's?
Oh, da geht's weiter. Das sind noch mehrere Schiffe, oder? Endlich da. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Hey, Moment, brauchen wir nicht Feuer? Ah, da ist es. Willkommen, treuer Untertan. Ich weiß immer noch, es ist schwer in diesem Spiel zu erkennen, Männlein oder Weiblein. Er sieht männlich aus, hat Stimme, aber eine Frau. Was ist das? Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Perfekt. Haftungsausschluss, brennt nicht unter Wasser. Das ist nicht schlimm. Er füllt sich langsam mit Schloss. Mit Schloss? Ja, okay, schmilzt. Ja, logisch. Das ganze Schloss ist aus Eis. Zum Glück brennt hier ein Feuer, sonst wäre es eiskalt. Ich mag deine Sprüche. Wie paradox, ne? Ein Eisschloss und in dem Schloss wird Feuer gemacht. Ja, doch, so. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Bitte nicht anfassen. Okay. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Grunt. Was? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich verstehe. Okay, mit denen können wir also nicht quatschen. Hast du in letzter Zeit ein gutes Stück gesehen? Ich verstehe dich. Ja, genau. Du bist interessant. Eure Majestät? Kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Ja, weiß ich. Und wir wollen deinen Schlüssel haben. Koste, was wolle. Aus der Zeit, als sie Gouverneurin von Mili war? Das war, bevor ich meinen Thron erobert habe. Aber sie hat weiterhin ihre Hand im Spiel. Und beide Füße. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Eure Krone, um genau zu sein. Stell dich an. Alle wollen die Krone. Alle? Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Okay. Natürlich müsst ihr sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Sie bleibt perfekt sauber, solange ich nicht zulasse, dass fettige Piraten sie mit ihren Pfoten befummeln. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst. Und nicht vorher. Königin werden? Interessant. Warum Königin? Rein hypothetisch. Wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen. Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle Königin in 3 Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Klingt doch einfach. Ich habe eine von diesen Dingen. 3 Prüfungen. Es ist genau wie ein Pirat zu werden. Es ist gar nicht so wie ein Pirat zu werden. Bis auf den Teil mit den 3 Prüfungen. Wettbewerbe. Es sind Wettbewerbe. Also Wettbewerb, da. Ernsthaftigkeit, Intelligenz und so. Okay, ich teste mal. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen.
Siehst du die Triangel? Es gibt 3 davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Dios mio, ein weiterer Wettbewerb. Dios mio. Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Bückling! Moment mal! Der Eimer der Fülle enthält keine Fülle! Es sind überhaupt keine Fische drin! Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden! Gehen Sie alle nach Hause! Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ich muss doch nicht jetzt mit allen sprechen, oder? Oh nee, zum Glück nicht. Okay, also nicht. So hört sich an, wenn du deinen Verstand verlierst. Ja, sagt einen somit zu den anderen. Okay. Es ist ein leerer Eimer, aber er riecht ziemlich fischig. Im heutigen Wettbewerb der Herzhaftigkeit geht es um Bücklinge. So, also wir müssen auf jeden Fall Fisch besorgen. Oh, da können wir oben vielleicht. Genau. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Es ist ein leerer Eimer. Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Für mich sieht das nach Mathe aus. Da gucken wir mal, was hier läuft. Oh, eine Herausforderung. Willkommen, Eure Majestät und Mr. Threepwood, zum Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich. Und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt. Hä? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man eine Algebra-Aufgabe löst. Okay, also wir müssen wahrscheinlich hier schummeln, aber momentan... Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Keine Überraschung. Königin Odina hat eine klare und korrekte Antwort mit einem Schritt-für-Schritt-Beweis geliefert. Mr. Threepwood scheint Teile von mehreren nicht zusammenhängenden Gleichungen von der Tafel abgeschrieben zu haben. Königin Odina ist die Gewinnerin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Klar, danke. Also ich gehe davon aus, wir müssen jemanden finden, der uns in Algebra hilft. Er ist aus Holz geschnitzt, aber er ist sehr lebensecht. Ja, und ich bin trotzdem kein Fan davon.
Gut. Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die Neunte von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer Guybrush Threepwood. Derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben. Okay, ich glaube, wir müssen jemanden finden, der uns einen richtig guten Witz erzählt. Das ist das Beste, was wir haben. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Was ist der Unterschied zwischen einem Schrubbi und einem Mob? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Okay. Ich denke, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen jemanden finden, der uns hilft bei den drei Herausforderungen. Warte mal, ich kann ja auch hier laufen. Da ist doch hier noch Gefängnis, oder nicht? Hier, da ist schon wieder. Fischköder. Was ist das für ein Ding? Nichts. Wie nix? Das muss was zu sagen haben. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen, hier reinzukommen. Nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ich habe noch einen Unterricht gehofft. Ich möchte jemanden besuchen. Ich möchte jemanden besuchen. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört wir haben Foto. Auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Auf diese Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Also, du arbeitest für deinen Papa, ja? Das tut mir leid. So, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das Foto finden. Ich weiß schon, wo das Foto ist. Wir müssen ein Foto von Guybrush finden. Und das ist bei der Möwe. Und die Möwe braucht was. Irgendwas zu essen. Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Okay, was das? Scheinend ja. Lass uns erstmal zu der Insel. Ja. Terror Island. Denn wir haben jetzt Feuer. Irgendwie klingt das cool. Na komm. Hä? Wie? Es wird immer schwerer, die Flora von der Fauna zu unterscheiden. Ja, ja. Ah, da ist es ja. So, benutze. Dieses Brennholz in meiner Tasche zu entzünden, ist nicht die klügste Idee, die ich je hatte. Ich sollte einen Platz finden, wo ich es platzieren kann. Ah, warte mal. Laterne. Ach. Was? Nee?
Okay, sie leuchtet. Und was ist mit dem Holz? Hast du es gehört? Da läuft irgendwo Party. Die schreien vor Freude. Oh, warte mal, was ist das? Da steht: Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Aber die haben so viel Spaß da drin. Komm, geh rein. Oh nee, ich sehe schon. Ich muss wahrscheinlich irgendwas an der Karte finden. Sieht aus, als hätte jemand vergessen, seinen Müll aufzusammeln. In diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff, nass und schaukelt. Und doch klopfte in den Kojen unter Deck niemand an. Okay. Interessant. Das sagt mir jetzt nichts. Noch ein Zettel. Der Frühling kam mit voller Wucht. Die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten aus. Da sie wusste, dass er in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste, versuchte sie vergeblich, es zwanglos zu halten. Scheint irgendein Rätsel zu sein. Also ich gehe davon aus, dass da noch mehrere Zettel hier rumliegen. Ja. Jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnert er mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, sinnierte er, den Stift in der Hand. Aber jetzt ernsthaft, wie komme ich hier raus? Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu. Und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Wie es aussieht, ein Zettel fehlt wahrscheinlich noch. Jupp. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell, schwül und die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn der Morgen kam zu früh, als er die Segel setzen musste. Okay, momentan sagt mir das ehrlich gesagt gar nichts. Ich laufe noch ein paar Mal rum, vielleicht finde ich noch einen Zettel, aber ich glaube nicht, weil das sieht so aus, als wenn ich jetzt alles hätte. Lass mal da. So. Und für die unter euch, die sich jetzt fragen: Oh nein, Martin, wie kommst du jetzt hier raus? Du benutzt hier alle Wege nach Norden, Osten, Westen. Okay, das war's. So, aber wir haben in der letzten Episode das hier gefunden. XYZZY. Ja. Gut. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber okay. Ja, nee. So, jetzt kann man nicht scrollen. Ich lese mir das nicht bevor. Moment. Da war noch was, oder? Hi, ich arbeite heute östlich des Wasserfalls und südlich des Lagers. Ja. So, also auf jeden Fall, das muss hier weg. Das müssen wir hier machen und hier kommt das Foto von Guybrush, die Möwe in ihrem Nest hat. Nachlassverfügung 1673832. Gemäß Statut E Abschnitt C und Abschnitt IS wurden auf Anordnung des Gerichts die folgenden nicht abgeholten persönlichen Gegenstände vernichtet. Goldener Schlüssel, schicke Schachtel. Sieht offiziell aus. Es ist ein Wachssiegel mit einem Papagei drauf. Gut. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr.
Alles klar. Hauen wir ab. Ich habe jetzt keine Ahnung, wofür die Zettel. Gut, meine Freunde. Ich beende diese Folge. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.